Kennt ihr den Videospielentwickler Quantic Dream? Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass ihr diese Frage mit Nein beantwortet. Diese Firma hat in den letzten 20 Jahren immerhin nur 5 Spiele rausgebracht. Aber ich finde, sie gehören zu den ganz, ganz Großen. Wieso? Darüber geht's in diesem Video. Darum geht's in diesem Video? Wurscht. Quantic Dream sagt euch vielleicht nicht viel und das ist keine Schande, aber es sollte sich ändern. Der französische Entwickler hat in den letzten 22 Jahren zwar nur 5 Spiele rausgebracht, aber jetzt nicht, weil die Jungs und Mädels aus Paris so wahnsinnig faul sind, sondern weil sie sich offenbar richtig viel Zeit lassen. Und das müssen sie auch bei ihrer Art von Spiel. Ihre Art von Spiel? Was meinst du damit? Naja, die Spiele von Quantic Dream sind recht schwer in Schubladen zu stecken. Sind es extrem geile Walking-Simulatoren? Sind es Story-Only-Games? Ich finde, am passendsten kann man ihre Spiele weniger als Games, sondern schon als Filme bezeichnen. Die Spiele von Quantic Dream haben nämlich einen so krassen Fokus auf ihre Story und Charaktere, dass Gameplay da eigentlich gar keinen Platz mehr hat. Und das stört überhaupt nicht. Ihr spielt schon mehr als beispielsweise in Visual Novels, aber die Geschichte steht ganz klar im Vordergrund. So dreht sich Heavy Rain beispielsweise um eine mysteriöse Mordreihe. Verschiedenste Kinder werden entführt und werden nach einigen Tagen ertrunken wiedergefunden. An jedem Mordschauplatz findet sich eine Origami-Figur wieder. Die Morde finden jährlich statt und niemand hat eine Ahnung, wer dahinter stecken könnte. Ihr schlüpft als Spieler jetzt abwechselnd in die Rollen eines Privatdetektivs, einer Journalistin, eines FBI-Agents und eines Familienvaters. Alle 4 Charaktere haben eigene Motivationen und Zugänge, um diesen Fall zu lösen. Klingt wie ein Film? Und das ist es irgendwie auch. Das Besondere an der ganzen Sache ist, dass dieser Film eben doch ein Videospiel ist. Bedeutet, ihr entscheidet, wie die Geschichte weitergeht. Aber eben nicht so, wie viele Games das tun, so auf "Boah ja, deine Entscheidungen sind extrem wichtig und es gibt 10.000 verschiedene Enden, je nachdem was du tust, alles hat Konsequenzen", sondern dieses Mal halt wirklich. Jede eurer Entscheidungen hat Konsequenzen. Manchmal sind sie sehr klein, aber sie sind nie belanglos. Außer vielleicht im Tutorial. Die Geschichte spannt sich dynamisch weiter, je nachdem, wie ihr euch entscheiden mögt. Teilweise werden ganze Story-Kapitel übersprungen, eingefügt oder komplett verändert. Und das ganz Tolle dran? Jeder der Charaktere kann jederzeit sterben. Eure Entscheidungen haben also wirklich Auswirkungen. Sollten alle Charaktere draufgehen, geht die Story aber weiter. Nur halt ohne spielbare Chars. Dann könnt ihr den Rest der Geschichte einfach zurücklehnend genießen. Und das Tolle daran, die Geschichten sind der Wahnsinn. Ich habe jedes Quantic Dream Spiel locker 5-mal durchgezockt, eben weil man so viele unterschiedliche Zugänge und Enden erleben kann, wenn man sich nur etwas anders entscheidet. Zu normalen Dialogoptionen kommen auch Quicktime-Events dazu. Ja, ich weiß, ein Relikt aus vergangener Zeit, aber es ist irgendwie cool, weil solltet ihr das falsche Quicktime-Event an der falschen Stelle verkacken, kann das schon zum Tod eures Charakters führen. Und neu anfangen? Geht nicht. Außer ihr seid ehrenlos oder ihr startet ganz von vorne. Bei den Quantic Dreams Titeln steht nicht das Spielen im Vordergrund, vielmehr geht es darum, die Geschichte mitzuerleben, weiterzuführen und zu beeinflussen. Fahrenheit, einer der ersten Titel der Entwickler, ist ein düsterer Thriller. Heavy Rain, ein deprimierender Kriminalroman. Beyond Good and Evil probiert an einigen Stellen viel Neues aus, da es nicht ganz so gut bei den Fans ankam. Aber die Art und Weise, wie dieses Spiel seine Geschichte erzählt, ist grandios und Detroit Become Human ist die Perfektion der interaktiven Filme. Bis dato. Aktuell arbeitet das Studio an Star Wars Eclipse und ich bin hyped as fuck. Das wird das beste Spiel des Millenniums. Aber was mich eigentlich am allermeisten wurmt ist, wieso machen nicht mehr Studios solche Spiele? Ich weiß, solche interaktiven Geschichten, das ist super Nische. Das ist wirklich nicht für jeden was, aber ich meine, bitte. Gebt mir mehr davon. Supermassive Games aus England hat mit Until Dawn und den indirekten Nachfolgern sowas ähnliches gemacht und probiert, aber halt als Horrorfilm. Schon geil, aber dafür schlafe ich halt nach dem Durchspielen 3 Tage nicht. Bin ja ein Schisser. Aber sonst denke ich mir, gibt's da draußen noch ähnliche Spiele wie Heavy Rain oder Detroit? Life is Strange bitte auslassen, das ist ein No-Brainer, eh klar. Aber bitte helft mir, wenn ihr welche kennt. Ich wäre euch total verbunden. Ich finde, es sollte viel mehr Spiele wie die von Quantic Dreams geben. Ich liebe diese Art Game. Die Titel waren nämlich alle durch die Bank auf gut wienerisch urlaubend und sie gehören damit zu einem der am underratedsten Studios der Spieleindustrie. Meine Meinung, mehr Liebe für Quantic Dream. So, und jetzt wird's wie immer Zeit für eure Meinung. Was haltet ihr von solchen Games, in denen die Geschichte einfach mit Abstand den Fokus einnimmt und Gameplay eigentlich nebensächlich ist? Was ja irgendwie ein Widerspruch in sich ist, wir reden ja über Videospiele. Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare und wie gesagt, solltet ihr weitere Empfehlungen haben von Spielen, die so ähnlich sind wie die von Quantic Dream, dann bitte ab da nach unten damit. Ansonsten sage ich danke fürs Zusehen, ich freue mich über Daumen hoch, Abos, Herzen, was auch immer. Wir sehen uns bald. Pussy Pussy und Baba.